Ach, du schreck mich. Entschuldigung. Das kommt sehr gut im Video. Ein Rüttler. Ja, so in etwa. Pieperers Rüttler. Mehrmals in der Folge. Aber gut. Keine Stammzuseher haben sich schon gesehen. Das ist bei Seven Days ja immer. Mehrmals in der Folge. Vor allem, ich schaufle so ruhig und gemütlich vor mich hin. Ah. Naja. So, jetzt werde ich nur sagen, Baum fällt. Genau. So gehört sich das ja auch. Okay. So, den Stein nehmen wir mit. So, Clay habe ich genug. Ich werde jetzt. Wir brauchen viel Mengen an Holz und Ressourcen, Steinen. Das stimmt. Ich sitze gerade auf einem. Na dann. Knechte ihn schon. Sehr fein, sehr fein. Mit den 50ern, die uns da die Tipra gebaut hat. So. Gut, ich habe ich stelle jetzt mal die Spikes auf. Was ist denn eigentlich das da für Gebäude? Oh, diese gehört gestrippt, die gehört gescript. Hallo. Craft. Du, wenn du zurückkommst, wir müssen noch den einen Raum in unserem Haus säubern. Yep. So, jetzt habe ich ein paar Steine, weil Raum selber nur mit Pfeile. Ist nicht optimal, ja. Dann werden wir gleich mal Pfeile nachbauen und zwar machen wir mal 89 fertigen. Dann den Kaktus da nehmen wir mit. So, hier kann ich gemütlich. Schauen wir mal, Pfeile. Ist ein guter Plan. Kann ich nichts machen. Hier dich scrappen. Ui, das war knapp. Ja, der habe ich dabei. Das ist immer gut. Kaktus. Entschuldigung. Nix. Ah ja, da habe ich noch was zu essen. Fuck, ich bin's. Ach. Die erledigen mich jetzt. Scheiße. Wie viele? Ich denke mir nur, was bewegt sich dann in mir? Leck. Ich glaube, ich schaff's. War mit 8 Lebenspunkte. Achtung. Okay, ich sitze auf einem großen Steinchen. Okay, ich sehe dich. Du kannst. Ich glaube, du siehst mich gerade laufen. Wenn du in die richtige Richtung schaust, ich bin gleich oben. Okay, ich kann sie ja ablecken. Okay. Oh, du Kacke. Ich glaube, das war ein ganzes Rudel. Super.
ich bin jetzt. Sind dir nicht gefolgt, oder? Ach du Scheiße. Ich dachte, dass sie mir folgen. Ich bin nur mal gelaufen, weil es glaube ich auch mehrere waren. Ich habe einen vor mir gesehen und okay. Der andere hat mich schon von hinten, hat mir in den Arsch gekniffen. Ah doch, da oben sind sie, am Hügel. Sind es mehrere, oder? Ich sehe nur einen. Aber der kommt auf mich zu, ich lock ihn einfach an. Sonst nicht, dass die bei dir da raufkommen. Sonst quillt er uns wieder. So. Na, der geht. Hundi. Komm in neue Richtung. Ah, da. Ja, ich sehe ihn. Der kommt nicht. Doch, ah, doch, ja. Er kommt auf uns zu. Nein. Ja, da ist das Kill einfach nur viel zu schlecht. Mhm. So, nur wie komme ich jetzt quasi nach Haus? Na, runter. Ich runter? Ja, sicher. Wenn er so weit weg ist, was soll dann sein? Ich esse noch meine Henkersmahlzeit fertig. Aber ich könnte da rüber und auf den Felsen darauf. Nur dann sollte er mal vielleicht ein bisschen zu was mir? Essen und mich. Ja klar, wir setzen sie beide auf deinen Felsen. Nein, du kannst mir glauben, ich bin zwar solidarisch mit dir, aber ich bleib lieber da heroben. Nein, darauf auf dem Felsen. Da in der Nähe von dem Wolf. Also. Machen wir Felsenhopping. Genau, ja. Wie bei, wird das geheißen, Tremors im Land der Raketenwürmer. Ja, genau. Ah, er ist oben am Hügel, am Kamm steht er. Hinter den Birken, ich sehe ihn. So. Ich heile mich gerade mein Essen ein bisschen hoch. Ich will eigentlich nicht die Heilbandage verbraten. Mhm. Ah, ihr Schweine. Ah ja, so, da drüben läuft er. Wie macht man für den Gartenbau die Erde zurecht? Wo war das? No. Das war's. Na. Na, viel gebracht hat das ja nicht. Grasgrund, Waldgrund. Es bringt ja nichts, wenn ich da jetzt krepiere draußen und schmeiße. Blitzgrund, da ist es. Hilfe. Ein. So, ich meine erste Hilfe verbannt. Genommen. Ich sehe sie nicht mehr. Gut, ich gehe jetzt runter, es ist mir zu blöd. Ich bin hier unten. Bleib nur oben. Okay. Jetzt bin ich hier runter. Du könntest hier in meine Richtung locken. Ja, genau. Weg, oder? Die verarschen uns. Mhm. Voll. Ich bin mir sicher, wenn ich da rauf gehe auf den Hügel, kann man das wieder am Arsch. Mhm. Glaube ich auch. Ich steht da drüber. Ah, ja. Ich will. Das ist wie Shallows. Du so, sitzt auf einem Felsen. Ich bewege mich mal vorsichtig in deren Richtung. Ich schreie, wenn ich was sehe. Wie du zickzack gehst, ich finde das super. Die sind sicher weg.
Nein, da ist er. Ich kann dort nichts ausrichten. So. Robin. Okay. Leo, wenigstens geben Sie gescheit Fleisch. Okay. Hat sich nach zweiten angehört. Ich mag da runter. Im Felsen sitzen ist fad. Robin. Okay, wie viele hast du denn schon? Einer. Ich sehe ja nur den einen. Okay. Gut, Ich gehe trotzdem runter. Ja, geh runter. Zerleg ihn. Okay. Zombie. Ah. Ja gut. Habe ihn fertig. Abbaut. Der Zombie kommt wahrscheinlich hinter mir her, weil ich habe natürlich Fleisch drin. Kommst du auch rauf, oder? Oh nein, ich setze noch die Frames. Gut, dann mache ich dazu. Wo bin ich? Da. Ja, kommt schön Hügel runter. Ah, geht wieder retour. Okay. So, Fleisch rein, Fett rein, Knochen rein, Fell rein. Das. Ich setze außen zwei rein, gell? Ja. Also ich komme eh nicht weiter, aber... Woodspikes oder was? Ja. Ja. Nicht näher ran an die Leiter. Nein, nein. Dass man schön drauf zulaufen kann. Genau. Gut, ich bin wieder herunten. Ah ja, du wolltest ja... Den einen Raum säubern. Den Raum säubern. Gut, das machen wir auch gleich. Weil Essen haben wir jetzt für die nächsten Tage. Okay. Ausreichend. Die Forge kann ich schon bauen. Ich schau vorne rein. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist selbst schuld, weil der Wolf, glaube ich, riecht das Fleisch. Okay. Oh, schreck mich. Also, die Wände, in die habe ich nicht wirklich viel Vertrauen, was das ist. Nein, aber wir können ja innen eine Wand setzen oder Säulen. Die linke Tür war's. Die rechte habe ich so zugemacht. Okay. Alles leer. Oh, Gott sei Dank. Eine Ranch! Eine Ranch, ich fass es nicht. Und da herüben warst du schon in der Tür? Ja. Achso, das ist ja nur die. Alles klar. Eine Ranch. Na bitte. Gratuliere. Ja. Ein Kackhaufen. Wahnsinn ist da übrigens auch herinnen. Ja. Ja, wenn wir schon mal da sind, dann bauen wir das da gleich ab. Siehst, ich werde gleich die Waschmaschinen abbauen, oder? Ja. Ist zwar nur eine graue Achter. Egal, so viel was geht abbauen, weil die Horde wird uns bestimmt sehr viel zerkloppen. Ja. So, was mache ich? Was mache ich in meiner Angst? Kannst du irgendwas nehmen? Ja. Schmeiß einfach rein irgendwo. Okay, die Waschmaschine vorne hier rechts. Siehst du das? Jo. Da ist nichts. Achso, die untere wahrscheinlich. Yep. Bitte. Dann kann ich nämlich abbauen. So. Super. Da kommt nichts raus. Bock. Ist schon ganz weg. Nein. No. Dann kriegst du erst zum Schluss raus, oder? Ah, jetzt kommt's raus, das Zeug. So, ich gehe wieder raus und stelle da aber die
wieder rein. Jetzt sagen wir doch, da steht der nächste Wolf vor mir. Die kriegt schon mehr Verfolger gegen Kinder von Zombies. Ja, was cool ist, wir haben da eine gescheite Laterne zum Widerstand. Oh! Was? Schema für einen Erdbohrer. Wo hast du denn das gefunden? Da im Müllsack. Gerade na cool. Ja, ist wirklich, ist geil. Ich glaube, den werde ich gleich lernen. Ja, ja. Oder nein, Werkzeug ist deins. Ja, Werkzeug ist meins, stimmt. Ich schmeiß das oben rein. Also, sonst wissen wir dann wieder nicht, wer was kann. Wir haben jetzt jede Menge. Und das muss ich mir auch gewöhnen, dass du da schon Wurzbecks hingestellt hast. Ja, leider nicht viel. Naja, besser wie nix. So, dann kann ich da rauf, weil die Deeper hat mir das Rotting Flash gegeben und ich will nicht wieder einen Wolf an der Backe haben. An der Po-Packe. Also Eisenrohre haben wir genug, ich glaube, die werde ich scrappen. Du machst unser Gebäude jetzt komplett fertig vom Loot her, oder? Mhm. Brauche ich da nicht mehr. Mhm. Sehr gut. Ich werde aber Fackeln anbringen. Gut, dann gehe ich nochmal. Naja, allzu viel geht es jetzt nicht mehr aus. Dann werde ich zumindest Holz farmen. Ne? Ja, das ist eine gute Idee. So, mit der Range kommen wir nicht weit, das ist eine graue Achter. Aber macht ja nichts. Das geht zäh, Alter. Verhältnismäßig wenig Zombies sind in der Stadt. Ja, noch. Ja, aber in der letzten Staffel bei Navetskane Baum fehlt. Danke, hab's bemerkt. Na bitte. Ja, warum wird das alles wegschlagen? Die Zombies stellen sich da drauf und schlagen an die Decke. Das kann ich gar nicht brauchen. Jo, das stimmt. Und bei dir, das Gebäude ist glaube ich höher, oder? Vier. Na, so hoch ist es auch nicht. Eben, denke ich mal. So, ich werde noch was ist eigentlich das da vorne, diese komischen weiß-roten Türen? Keine Ahnung, sowas wie Wassertürme. So, habe ich noch was zu futtern? Ja, das haue ich mir rein. Und weiter geht's. Okay. So, ich werde jetzt langsam beginnen,
nach Haus zu wandern, quasi. Ich kann aber keine Ausdauer zum Laufen, gar nichts. Die Ranch ist auch gleich ex. Es scheinen wirklich irgendwie Türme zu sein. Okay. Da herumstehen. So, die Ranch scrappen. Es ist wirklich komplett leer. Ah, da kann man rauf. Ah. Erst die Türme sind aber auch cool. Die mal Leiter lassen. Okay. Sind unten, glaube ich, aus Metall oder zumindest Metall verkleidet, schaut das aus. Also diese blöden Mistkübel. Sollte man schon nicht draufschlagen auf einen. Ah, das ist nur irgendwie ein Lack, der ab. Geht aber trotzdem, die schauen aus wie reiner Beton. Okay, bist du irgendwo beim Verbrannten? Nein, bin nur da ein Stück nach unten gelaufen. Die Häuserschlucht entlang. Wenn du retour kommst, nimm mich bitte mit. Ich komm schon. 21 Uhr. Ist an der Zeit, oder? So. Ah, da stehst du. Oh, Mining-Helm. Oh, cool. Gelb. Geil. Sehr gut. So, ich werde die Forge in der Nacht bauen. Bist du schon oben? Ich bin gerade rauf, ja. Okay, dann komme ich auch. Und ein bisschen was schnattern. Wupp. Ich habe 15 Rohre. Braucht man für einen Grill? Braucht man Rohre? Nager? Nur die Forge. Ich weiß nicht, ob man so nur erstellen kann. Ich glaube schon. Na Blödsinn. Man braucht Rohre und baut einem, glaube ich, aus die Rohre oder so. Ah, okay. Das ist dann der Grill oder Cooking Grill. Okay. Da brauche ich 5 Clay und 25 Eisen. So. Ich bitte trinken, ich da rein, ich fast null. Geht schon, geht schon. Ah, trinken wir wieder. Essen wird schwierig. So, dann nehme ich mir was. Warum? Es müssen ja genug Juckerfrüchte sein. Ja, die nehme ich gerade. Ich lege mal alles rein, was ich habe. Lecker. Was denn? Kacke. Du hast zugemacht, passt. Jupp. So. Ich höre schon, Andrin baut weiter an unserer Unterkunft. Ich werde die Forge bauen. Mhm. Ja? Steht mir da auf der anderen Seite gleich auf. Forge. 50 Clay. Ich habe doch alles. Ich habe Steine. Ja, dieses Gebäude wird dann wahrscheinlich auch unser Verteidigungsanlage. Fürs Erste? Mhm.
werden auf alle Fälle irgendwo dann noch selbst bauen. Ja. Gut. So, die erste Forge ist im Werden. Wir hämmern da inzwischen weiter, schauen, dass wir des Nächtens ein bisschen weiterkommen. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, schaut rein, wie es weitergeht bei uns bei 7 Days to Die. Ciao. Tschüss.